IC 1028, der Liegenbleiber. Guten Morgen, Kollege. Eigentlich sollten Sie einen ganz gemütlichen Freitag mit Ihrer Familie verbringen. Doch die Technik hat Ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Nähe des Bahnhof Remagen ist der IC 1028 Nürnberg-Hamburg-Altona mit einer defekten Lok liegen geblieben. Und natürlich waren Sie der Mitarbeiter, den die Ehre erteilt, einen Ersatzzug nach Remagen und von dort aus weiter nach Köln zu befördern. Der Zug wurde inzwischen nach Remagen geschleppt und die Fahrgäste wurden angewiesen, am Bahnsteig 1 in Remagen auf Sie zu warten. Ihre Abfahrt aus den Abstellgleisen erfolgt in wenigen Minuten. Ein planmäßiger Intercity muss dann doch noch vor. Zuglok ist eine Baureihe 111, weil einfach nichts anderes hier herumstand. Ihre Ankunft in Remagen sollte gegen 10:02 Uhr sein. Wir haben einen Ersatzfahrplan aufgestellt. Sie müssen sich in Koblenz Hauptbahnhof eine Genehmigung zum Überfahren des halbzeigenden Signals holen. Dies ist kurz nach 9:43 Uhr möglich. Gute Fahrt. Ja, damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Simulator 2022 zusammen mit mir. Ich bin der Denny Spitters. So, und ich würde sagen, wir rüsten hier mal soweit unseren Zug auf, beziehungsweise unsere Lok. Das heißt, Stromabnehmer nach vorne, fällt nach oben. Hauptschalter einschalten. Fahrmotorlüfter an. Führerstandslicht an. Spitzenlicht. Dann haben wir natürlich noch SIFA und PZB. Und da dürften wir eigentlich soweit abfahrbereit sein. Wir müssen jetzt natürlich noch warten, bis wir grün haben. Währenddessen kann ich ja schon mal ein kleines Foto von unserer Zuglok hier schießen, beziehungsweise unserem Zug. So. Zack. Können hier noch ein bisschen in unserem Zugzielanzeiger arbeiten. Sonderfahrt. Ja, ich glaube, das trifft die Sache ziemlich genau. Und währenddessen hier die Züge da vorbeirauschen. Güterzug, da fährt ein Regionalexpress. Wie gesagt, wir haben jetzt Koblenz Hauptbahnhof Bahnsteig 3, da fahren wir dran vorbei. Dann holen wir in Remagen die liegen gebliebenen Fahrgäste ab. Fahren dann Bonn Hauptbahnhof und schließlich Köln Hauptbahnhof, wo wir um 10:38 Uhr einfahren werden. So. Wir dürfen jetzt hier gleich grün bekommen. Zack. Los geht's. Zu befreien. SIFA will gedrückt werden, logisch. Ist natürlich auch ein seltenes Bild, eine 111 vor einem IC. Aber wie gesagt, ihr habt es ja selber vorhin gelesen, es stand nichts anderes hier herum, sodass dann die Entscheidung auf die 111 gefallen ist. Ich finde aber, dass das ein schönes Bild, muss ich wirklich sagen. Am kommenden Signal mit der Tab-Taste bitte die Freigabe einholen. Im PZB-Modus mit Befehl 40 überfahren. Wunderbar. War verkehrt. Das wollte ich haben. Und SIFA.
120. Und Sifa. Wobei, gleich ist 90 angesagt. Wir dann gleich endlich auf 160 dürfen. LZB hat besitzt diese Lok nicht. AFB ebenso wenig. Das heißt, ja, es wird kein chilliges Fahren, so wie zum Beispiel mit einer 146 oder 101. Aber naja, damit muss man leben. So, wollen wir nicht zu schnell fahren. Schon ein ungewohntes Bild, muss man wirklich sagen. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. So, 160, auf geht's. So, jetzt haben wir erstmal ordentlich zu beschleunigen hier. Bis wir dann auf 160 sind. Naja, 130 haben wir dann gleich erreicht. Wunderbar. Noch liegen wir im Zeitplan. 10.03 Uhr soll mein Remagen sein. Das klappt soweit. So, 160 wollen wir nicht überschreiten. Die Sifa wollen wir drücken. Ach, jetzt habe ich die jetzt wieder aus.
ist wieder im Lot. Ordentlich KI-Verkehr fahren, ja? Remagen, Bonn und Köln. So. Wäre schon beschränkt auf 120. Ja, 130. Hattet ihr denn auch schon mal so ungewöhnliche Zugzusammenstellungen? Also zum Beispiel wie jetzt eine Baureihe 111 an einem IC oder eine 146 an einem IC oder was weiß ich und. Wenn ihr da irgendwelche Geschichten zu erzählen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da schon irgendwas Interessantes gesehen habt beim Spotten oder beim als Fahrgast. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich freue mich drauf. So, gleich noch 20 Kilometer bis Remagen. So, 110. Das dürfte sich hier um Oberwinter handeln oder Normandy, so die Ecke. Wunderschöne Gegend, oder? Wunderschöne Aussicht.
Muss man wirklich so sagen. So, aufschalten auf 140, wunderbar. So, das dürfte erstmal reichen. Jetzt gleich den E-Bike in Remagen. Ja. Auch eine interessante Vereinigung. Habt ihr es gesehen? Eine Diesel-Lok zusammen mit einer E-Lok. Wer hat jetzt wen abgeschleppt? So, wir nähern uns unserem ersten Halt, wo wir die gestrandeten Fahrgäste aufnehmen werden und die dann über Bonn nach Köln bringen werden. Das Wetter scheint auch noch mitzuspielen. Keine Wolke am Himmel, die das jetzt irgendwie noch hier Regen bringen würde. Also es scheint ein sehr schöner Morgen zu sein und es sollte wohl auch ein schöner Vormittag bleiben, denn wir sind um ja, 10:30, 20 vor 11 in Köln, laut Fahrplan. Also mit guten halben Stunde, 40 Minuten circa.
das auch noch einigermaßen pünktlich, so wie ich das sehen kann. 10.02 Uhr irgendwas. 10.03 Uhr sollen wir da sein. Also das passt soweit. Bis Bonn ist es dann auch nicht mehr weit. Bis Köln sowieso nicht. Also trotz, dass wir nur 160 fahren und statt 200, wie es ja eigentlich mit einem IC möglich ist, sind wir doch ziemlich fix unterwegs, finde ich. Also ging jetzt schnell, aber die 111 darf ja leider nur 160 fahren. Und daher ist leider mehr gar nicht möglich. Aus technischen Gründen schon nicht. Weil es die 111 einfach nicht schafft. Die ist nur für 160 ausgelegt. Sieht man ja auch am Tacho. Die hat die 200 gar nicht aufgeführt. Und irgendwo hier steht, glaube ich, auch die Höchstgeschwindigkeit von der Lok. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die hier drin steht. Nee, leider nicht. Sonst steht die oben schon mal irgendwo hier angeschlagen, aber hier ist es leider nicht der Fall. Nun ja, so ist das. Oh, oh, oh. Wir sind hier kurz vor Rehmann. Da sollten wir doch schon mal ein bisschen Geschwindigkeit wegnehmen. Und, bremsen, 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 bremsen. So, Rehmagen. Ja, ha. Ach, Sifa, du zickst ganz schön rum, das muss ich dir echt sagen. Wenn dich nicht genug beachtet, dann ne, gibt's sofort Theater. So, öffne die Türen und sehen uns hier ein wenig um. Dafür, dass hier viel los sein soll, ist hier aber gar nicht viel los, wenn ich das mal so sagen darf. Also ist ja überhaupt nichts los. Wo sind die alle, die hier gestrandet sind? Ist ja tote Hose, wenn ich das mal... Ist ja... Ja, aber sage mal, dafür ist hier aber wirklich mal gar nichts los. Nun ja, dann ist das halt so. Wahrscheinlich dauerte den das zu lange und haben einen anderen Zug genommen. Oder den Bus. Eia! Dreierbespannung habe ich auch noch nicht gesehen. Wahnsinn. Was ist das für eine... Das scheint defekt zu sein. Die 101 ist defekt, wird wohl abgeschleppt. Du sitzt aber falsch rum, Kollege. So, wir dürfen dann gleich weiterfahren. Natürlich müssen wir die Türen manuell schließen, warum auch jetzt auch anders sein können.
Oh, alle Türen geschlossen? Scheint so. Dann lösen wir die Bremsen und schalten langsam auf. So, schauen wir trotzdem kurz ins Innere, nicht, dass wir hier eine PCB-Überwachung haben. Wollen wir natürlich dann darauf reagieren. Aber die scheint nicht der Fall zu sein. Nächste Station, Bonn Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, an der Deutschen Bahn begrüße ich alle Fahrgäste an Bord des Ersatzzuges in der Intercity 1028 auf der Fahrt nach Hamburg-Altona über Bonn Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Dortmund Hauptbahnhof, Osnabrück Hauptbahnhof und Bremen Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass aufgrund des Zugwechsels dieser Zug zurzeit eine Verspätung von 35 Minuten hat. Wir bitten, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Unser nächster Halt ist dann Bonn Hauptbahnhof gegen 10.16 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Ladies and Gentlemen, welcome on board this Intercity 1028 to Hamburg-Altona. Our next stop will be Bonn Main Station at 10.16. Ladies and Gentlemen, please note this train is at the moment 35 minutes delayed. We apologize for the inconvenience and we wish you a pleasant journey. Im Moment hängen wir der Zeit aber etwas hinterher. 10.16 Uhr sollen wir da sein, 10.17 Uhr sind wir erst da. Da müssen wir dringend was tun gegen. Ach, jetzt kommt dieses elendig lange Stück, wo man nur 100 fahren darf. Das ist natürlich jetzt, ja, semi-gut. Gespannt, ob ich noch pünktlich ankomme. Im Moment sieht es nicht danach aus. Moment sieht es wirklich nicht gut aus. Aber ich darf gleich wieder 160 fahren. Vielleicht tut sich da ja was dann in Richtung Pünktlichkeit.
Was ein langes, elendiges Stück. Schon wieder. Vielleicht hilft das ja, wenn wir gleich wieder Reisegeschwindigkeit haben. Aufschalten hier. Oder kommt schon Bonn. Bald ist es nicht mehr. Zumindest ist Bonn-Mehlem schon. Weiß nicht. Soll das noch aufholen? 5 Minuten haben wir noch. Ankunftszeit bewegt sich zwar nach unten, aber das ist dann doch äußerst langsam, wenn ich das mal so sagen kann. Ah, jetzt passiert, glaube ich, was. Jetzt rattert sie nach unten. Wunderbar. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir dann Bonn Hauptbahnhof auf Gleis 1. In Bonn Hauptbahnhof haben Sie noch Anschluss an einen Intercity nach Berlin Ostbahnhof über Köln, Düsseldorf und Wuppertal. Planmäßige Abfahrt 10.22 Uhr von Gleis 1. An eine mitteldeutsche Regiobahn nach Mainz Hauptbahnhof über Bonn-Bad Godesberg, Bonn-Mehlem, Rolandseck. Planmäßige Abfahrt 10.27 Uhr von Gleis 3. An eine mitteldeutsche Regiobahn nach Köln-Messe-Deutz über Reusdorf, Sechtem-Brühl. Planmäßige Abfahrt 10.32 Uhr von Gleis 1. An einen Intercity nach Konstanz über Andern nach Koblenz und Offenbach. Planmäßige Abfahrt 10.37 Uhr von Gleis 3. An der Intercity nach Greifswald über Düsseldorf, Duisburg, Essen. Planmäßige Abfahrt 10.44 Uhr von Gleis 1. An eine Regionalbahn nach Ahrenbrück über Bonn-Mehlem, Rolandseck, Remagen. Planmäßige Abfahrt 10.49 Uhr von Gleis 4. An eine Regionalbahn nach Wuppertal-Oberarm über Reusdorf, Sechtem-Brühl. Planmäßige Abfahrt 10.53 Uhr von Gleis 1. Und an einen Eurocity nach Zürich über Mainz, Karlsruhe und Baden-Baden. Planmäßige Abfahrt 11.14 Uhr von Gleis 3. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass dieser Zug aufgrund des Zugwechsels in Remagen zurzeit eine Verspätung von 35 Minuten hat. Wir bitten, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Bonn Hauptbahnhof aus- oder umsteigen. Wir danken uns für die Reise mit der Deutschen Bahn und würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we'll reach Bonn Main Station on Platform 1. In Bonn Main Station you have connection to an intercity to Berlin Ostbahnhof via Cologne, Düsseldorf, Wuppertal. Schedule departure 1022 from Platform 1. Mitteldeutsche Regiobahn to Mainz Main Station via Bonn-Bad Godesberg, Bonn-Mehlem, Rolandseck.
Scheduled Departure 1027 von Platform 3. Mitteldeutsche Regiobahn to Cologne Messe Deutsch 2 Reust auf 6. Scheduled Departure 1032 von Platform 1. Intercity to Konstanz 2 an nach Koblenz Offenburg. Scheduled Departure 1037 von Platform 3. Intercity to Greifswald via Düsseldorf Duisburg Essen. Scheduled Departure 1044 von Platform 1. Regional Train to Ahrbrück via Bonn-Belem Rolands Grimang. Scheduled Departure 1049 von Platform 4. Regional Train to Wuppertal-Oberarm via Reusdorf 6. Brühl, Scheduled Departure 1053 von Platform 1. And EuroCity to Zürich via Mainz, Karlsruhe, Baden-Baden, Scheduled Departure 1114 von Platform 3. Ladies and gentlemen, please note this train is at the moment 35 minutes delayed. We apologize for the inconvenience and would like to say goodbye to all passengers who are leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Also eine sehr schöne Ansage, aber meines Erachtens nach überschlägt er sich fast beim Reden. Der ist auch so gemerkt oder so empfunden. Der ist ja Wahnsinn. Ich bin auch wahnsinnig schnell, wirklich gerade. So, willkommen im Bonn Hauptbahnhof. So, und das relativ pünktlich, wie ich finde. So, der IC fährt weiter. Über Geschmack, über Crunch. So, so. Na denn. Ja, die sollte ich mir vielleicht auch mal anschaffen. Probebahncard, beziehungsweise die Bahncard 25, das wäre schon nice. Immer 25% sparen, ja, klingt gut. Doch, die sollte ich mir mal anschaffen. So, wie sieht's aus, Kollegen? Auf geht's. Nächste Station, Köln Hauptbahnhof. So, befreien können wir uns auch. Wunderbar. Natürlich.
So, Köln ist dann natürlich unsere Endstation in diesem Szenario. Meine Damen und Herren, im Namen der Deutschen Bahn begrüße ich auch alle im Bonn Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste an Bord des Intercity 1028 auf der Fahrt nach Hamburg-Altona. Über Köln Hauptbahnhof, Dortmund Hauptbahnhof, Osnabrück Hauptbahnhof, Bremen Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass dieser Zug zurzeit eine Verspätung von 35 Minuten hat. Der Grund dafür ist ein Zugwechsel im Bahnhof von Remagen. Unseren nächsten Halt Köln Hauptbahnhof werden wir daher gegen 10.38 Uhr erreichen. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten werde ich Sie noch rechtzeitig informieren. Ich bitte um Ihre Geduld. Trotz dieser Unannehmlichkeiten wünsche ich Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt. Ladies and Gentlemen, welcome on board this Intercity 1028 to Hamburg Altona. Our next stop will be Cologne Main Station at 10:38. Ladies and Gentlemen, please note that this train is at the moment 35 minutes delayed. We apologize for the inconvenience and we wish you a pleasant journey. Also der beschlägt sich beim Reden, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Es sind schöne Ansagen, keine Frage. Aber ein wenig mehr Ruhe in den ganzen Reden hätte ihm mit Sicherheit gut getan. So, Köln. 31 Kilometer. Wunderschön. Scheint ja alles soweit zu klappen. Da kommt schon Reusdorf. Dann dürfte auch bald Brühl kommen, da wo sich der Phantasialand befindet. Übrigens ein Tipp von mir jetzt über die Ferien für alle, die Kinder in diesem Alter haben, wo ein Freizeitparkbesuch sich lohnt, Phantasialand oder wenn ihr weiterfahren wollt und Übernachtung einplanen könnt, fahrt nach Freiburg, fahrt zum Europapark. Es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich aus Erfahrung sagen. Ihr müsst dort aber auf jeden Fall dann ein Zimmer nehmen, weil, wie gesagt, den Park schafft ihr nicht an einem Tag. Es ist ein sehr großer Park, aber es lohnt sich auch die Fahrt dahin, also nehmt am besten die Bahn, kommt der Stressfeier an und Phantasialand oder Europapark in Freiburg für alle die, die da aus der Ecke kommen. Ist auf jeden Fall eine Fahrt wert und ich bin hier gleich zu schnell, viel zu schnell. Ist auf jeden Fall immer wieder eine Reise wert, der Europapark in Freiburg. Europapark Rust nennt sich der, falls ihr da noch Fragen zu haben solltet. Da sind wir schon in Sechtemlen. Nächste Ansagepunkt wird dann Köln Süd sein. Und Köln selber ist dann noch 23 Kilometer entfernt, beziehungsweise jetzt noch.
Immer schön die SIFA drücken, weil eine SIFA-Zwangsbremsung wollen wir jetzt nicht haben. Ist auch vermeidbar. Wäre dann unnötig einfach. So, was kommt uns da Hübsches entgegen? IC, Steuerwagen voraus. Mit einer DTG 101. Die hört man ganz klar am Sound, die DTG-Fahrzeuge, zumindest ist die 101. Und die 218 hört man auch ganz genau am Sound. Die klingt nämlich überhaupt nicht, wie eine 218 klingen sollte. Sondern die klingt einfach nur scheiße bei einer DTG. Sorry, aber ist so. Also, da gibt's... Es gibt ja die 218 von Virtual Railroads, die da um einiges besser klingt. Um nicht zu sagen realistischer. Aber die DTG-Fahrzeuge kannst du einfach... Nee, das vom Sound her sind die einfach scheiße. Es ist so. Entschuldigung für das Wort, aber es ist so. So, bin gespannt, wo wir hier überhaupt jetzt sind. Welcher Ecke? So, allzu weit dürfen wir nicht mehr entfernt sein von Köln. 10 Kilometer, ja. Sag ich doch. Also ich bin in meinem ganzen Leben noch nie von der 111 irgendwie gezogen oder geschoben worden. Noch nie. Was ich früher als Kind wohl hatte, war eine 103, als ich nach Bayern gefahren bin mit meiner Familie. In Mannheim mit einer 103, das weiß ich noch ganz genau. Schön in so einem bunten... Ich glaube, es war sogar ein Interregio. Ich nicht täusche. Es war auf jeden Fall in den 90ern. Und wir sind in Mannheim umgestiegen. Und es war eine 103, so viel weiß ich. Und es waren mit Sicherheit bunte Reisezugwagen, die es ja damals noch gab. Die mir sehr fehlen, muss ich noch dazu sagen. Also, die fehlen wirklich. Und ich meine, es war ein Interregio. So, hört. Kascheuren. Wunderbar, das können wir wirklich nicht mehr weit. Noch liegen wir auch gut im Zeitplan. 10.37 Uhr sollen wir ankommen. 10.38 Uhr, beziehungsweise 10.37 Uhr kommen wir an. 10.38 Uhr sollen wir ankommen. So, so ist es richtig. Alles andere ergibt keinen Sinn. Schön an dem Güterbahnhof hier vorbei. In Hürth. Jede Menge Dieselloks. Wunderschön. Ein bisschen Leistung dazu schalten. Ich werde sonst zu langsam. Nicht, dass wir in dem letzten Moment doch noch irgendwie zu spät kommen. Das wollen wir ja nicht. Wobei, nee. Da vorne ist 80, da können wir auch abschalten.
So, das ausrollen lassen, das wird natürlich nicht reichen. Das heißt, wir werden gleich auf jeden Fall bremsen müssen. Bis runter auf 80. Sollen wir jetzt mal einen Angriff nehmen. Also ein Kilometer ist dann doch schnell zugefahren. So, haben wir das auch erledigt. So, willkommen im Kölner Raum. Oder überhaupt in Köln. Nicht Kölner Raum, wir sind ja bereits in Köln. Köln Süd, Köln West, Köln Hauptbahnhof. So, jetzt kommt gleich wieder der Schnellrede-Max zum Einsatz. 3, 2, 1. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir dann Köln Hauptbahnhof auf Gleis 4. In Köln Hauptbahnhof sind noch Anschluss an einen Intercity-Express nach Amsterdam Central über Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Arnhem. Planmäßige Abfahrt 10.41 Uhr von Gleis 5. An einen Intercity nach Berlin Ostbahnhof über Düsseldorf, Wuppertal, Hagen, Hamm-Westfalen. Planmäßige Abfahrt 10.46 Uhr. Für das Abfahrtsgleis beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. An einen Intercity-Express nach Berlin-Gesundbrunn über Wuppertal, Hagen, Bielefeld. Planmäßige Abfahrt 10.48 Uhr von Gleis 2. An einen Intercity-Express nach Basel SBB über Siegburg, Frankfurt-Main-Flughafen, Mannheim, Karlsruhe. Planmäßige Abfahrt 10.55 Uhr von Gleis 6. An ein Intercity nach Greifswald über Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, planmäßige Abfahrt 11.10 Uhr von Gleis 5. An ein Intercity nach Dresden Hauptbahnhof über Solingen, Wuppertal, Hagen, Dortmund, planmäßige Abfahrt 11.13 Uhr von Gleis 2. Und an ein Intercity nach Oberstdorf über Bonn Hauptbahnhof, Remagen, Ander nach Koblenz, Bingen am Rhein, planmäßige Abfahrt 11.18 Uhr von Gleis 7. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass dieser Zug zurzeit 35 Minuten verspätet ist. Der Grund dafür war ein Zugtausch im Bahnhof von Remagen. Wir bitten, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Köln Hauptbahnhof aus- oder umsteigen, und wir würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we'll reach Cologne Main Station on Platform 4. In Cologne you'll have connection to Intercity Express der Amsterdam Central via Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, scheduled departure 1041 from Platform 5. Intercity to Berlin Ostbahnhof via Düsseldorf, Wuppertal, Hagen, Hamm, Westfalen, scheduled departure 1046. Intercity Express to Berlin Gesundbrunn via Wuppertal, Hagen, Hamm, Westfalen, Bielefeld, scheduled departure 1048 from Platform 2. Intercity Express to Basel SBB via Siegburg, Frankfurt Main Airport, Mannheim, Karlsruhe, scheduled departure 1055 from Platform 6. Intercity to Greifswald via Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, scheduled departure 1110 from Platform 5. Intercity to Dresden Main Station via Solingen, Wuppertal, Hagen, Dortmund, scheduled departure 1113 from Platform 2. And Intercity to Oberstdorf via Remagen, Andernach, Koblenz, Bingen am Rhein, scheduled departure 1118 from Platform 7. Ladies and gentlemen, please note that this train is at the moment 35 minutes delayed. We apologize for the inconvenience and would like to say goodbye to our passengers who are leaving us. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Meine Herren, in der Geschwindigkeit könnte der locker zwei Ansagen machen. In beiden Sprachen wohlgemerkt. Schnellrede Max. Ob der wirklich Max heißt, sei dahingestellt, aber ich nenne ihn einfach so. So, wir werden ja natürlich schön unter 45 bleiben.
weil wir auf 1000 Hertz Überwachung sind. Ich meine sogar gleich Chem 30, wenn ich mich nicht ganz täusche. Sag ich doch, 30. Richtigen Riecher gehabt. Kennt doch die Strecke. So, Gleis 4 werden wir zum Stehen kommen. Also dieses. Pünktlich sind wir alle mal. Ich glaube, da brennt nichts mehr an. Ja. So, lass uns mal ein wenig nach vorne rollen. Auch ganz im Bahnsteig stehen und dann stoppen. So, 14. Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. So, rote Signale wollen wir aber auch nicht überfahren. Ich weiß, wir können hier eigentlich so weit stoppen. So, öffne die Türen. Ah, jetzt müssen wir noch ein Stück vor. Wir stehen zu weit. Ach, nervt das. Wir stehen zu weit noch im Bahnsteig. Beziehungsweise nicht weit genug. Das ist doch jetzt. Ach, wir stehen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Gut, dann haben wir das soweit. Mein Gott. So, das war's mit diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Und mit diesem schönen Bild vom Kölner Dom, würde ich sagen, beende ich das Ganze hier. Es war eine sehr schöne Fahrt, ein sehr schönes Szenario. Wir haben es erfolgreich beendet. Es war eine ungewöhnliche Konstellation, 111 mit dem IC, aber auch das ist möglich und im Bahnalltag immer mal wieder vonnöten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, es gibt dieses Szenario gibt es wie gesagt bei GBE. Und ja, kauft es euch, seht es euch. Wenn ihr irgendwas noch zu sagen habt, ob Lob oder Kritik, oder dergleichen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye. Bye.